stellen uns also vor, wir haben eben nicht das Bild gegeben und nicht GeoGebra vor uns, sondern wir haben nur die Funktionsgleichung. Und sagen wir mal, in der Aufgabenstellung steht sowas wie: So, und wir sollen jetzt untersuchen, ob diese Graphen g von x und h von x jeweils parallel oder senkrecht zum Graphen von f von x sind. So, und jetzt könnt ihr natürlich erstmal überlegen, wenn wir also vergleichen Lage f von x und g von x, was muss euch dann auffallen, wenn ihr die Funktionsgleichung vergleicht mit dieser Funktionsgleichung? Ja, dann muss euch auffallen, dass m jeweils gleich ist. Wir haben hier eine 3 und da eine 3. Das bedeutet, die Anstiege sind gleich. Wenn ich also diese 3 hier meinetwegen m1 nenne und diese 3 nenne ich m2, dann gilt Folgendes: m1 ist gleich m2 und daraus folgt die Graphen, oder man könnte auch die Geraden schreiben, die Graphen sind parallel zueinander. So, dann gucken wir noch an, was ist mit der Lage wieder von f von x und h von x. Na, bei f von x, wenn wir uns diese Funktionsgleichung angucken und diese Funktionsgleichung angucken, dann wissen wir schon mal, dass diese beiden auf keinen Fall parallel sind. Also nennen wir auch das jetzt mal hier, nennen wir das mal m3. Das ist jetzt der dritte Anstieg im Bunde. Und 3 ist nicht so groß wie minus ein Drittel. Ja, das ist ja nicht dasselbe. Also wir können schreiben, auch M1 ist nicht dasselbe wie M3. Und weil das nicht dasselbe ist, folgt daraus, die Graphen sind nicht parallel zueinander. Jetzt könnte ich aber noch überprüfen, vielleicht sind die ja senkrecht zueinander. So, dann mache ich Folgendes. Ich rechne mal M1 mal M3, also dieser Anstieg mal dieser Anstieg. Dann setze ich einfach mal ein. 3 war M1 mal minus ein Drittel von M3 und dann können wir das hoffentlich im Kopf. Im Zweifel macht man das mit dem Taschenrechner, wenn die Zahlen nachher komplizierter werden. Und da kommt tatsächlich raus, 3 mal 1 ist 3, durch 3 ist 1, minus noch davor, da kommt minus 1 raus. Also wir haben herausgefunden, dass M1 mal M3 minus 1 ergibt. Und das haben wir uns gerade aufgeschrieben. Was ist, wenn da minus 1 rauskommt? Dann stehen die senkrecht zueinander. Wunderbar. Also daraus folgt, die Graphen stehen oder liegen, das ist jetzt hier synonym senkrecht, zueinander. So, und wenn weder das eine noch das andere gilt, dann liegen die halt weder parallel noch senkrecht zueinander, sondern irgendwie anders. Die schneiden sich zwar, aber die sind nicht im 90-Grad-Winkel, schneiden die sich, sondern irgendwie anders. Kann ich euch auch nochmal zeigen.